Moin, moin, meine Lieben. Wie vor längerer, kürzerer, was auch immer, ich habe keine Ahnung, wann wir das hochladen, Zeit angekündigt wurde, sind heute der Felix und ich wieder zurück in Eurofly. Da auch. Immer noch, genau, da drüben ist er. Da drüben ist er. Genauer gesagt, links von dir hier. Ja, ja, genau. Oder rechts von mir, je nachdem. Du bist auf der 747 lediglich First Officer, mein Freund. Ja, I know, ich weiß. Wie ihr euch sicher erinnern könnt, unser letztes gemeinsames Video endete beinahe in einem Desaster. Damals bin ich geflogen. Und jetzt haben wir gesagt, der Felix soll mir zeigen, wie es besser geht. Demnach fliegt er heute eine 747 für 747 Kilometer. Ja, das war eben beim Umsetzen, aber jetzt wird die Reichweite ein wenig anders sein. Ja, natürlich. Ja, von Köln nach Wien sind es genau 747 Kilometer. Ja. Auch witzig. Also Luftlinie natürlich. Mhm. Und genau, er wird fliegen und ich bin Pilot Monitoring. Das heißt, ich darf die ganzen Sachen im Kopf behalten und blöde Kommentare schieben. Okay, legen wir los. Ja, los geht's. Strobe lights on. Tail lights on. Cabin lights on. Done. Set frequency. K737, herzlich willkommen auf unserem Flughafen. Aha, danke, ebenso. Danke, danke. Status Monitor on. Jetzt hört ihr mal bitte die 747 an, die habe ich nämlich auch abgeändert. Ja. Yeah. Ready. Ja, super. Du, was genau hast du da gerade gemacht mit diesem Luftding? Die Bremse gelöst. Ach so. Wie war das mit Overspeed vorher, mein Lieber? Ja. Verdammt. Menno. Aber hey, du siehst wenigstens mehr als ich aus dem zweiten Stock. Also zweiten Stock, wie meinst du? In der 747 ist das Cockpit oben. Ach jo, stimmt. Und in der 737 sind gemäß nicht. Ja, ach nee. Sollen wir voll tanken oder sollen wir nur so viel Treibstoff mitnehmen, wie benötigt? Weißt du denn, wie viel wir brauchen? Nein. Dann tank voll. Du willst also jetzt 48.000 Liter für über 1.000 Kilometer mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Hm, weißt was? Hm. Füll mal an auf 2.000 und dann schau mal, wie weit er sagt, dass wir kommen. Also jetzt bitte 1.960. Nee, du hast 380 drin. 1.920. Nein. 1620, mein Lieber. Aua, das war meine Stirn. Ja! Leer. 1420, sagst du? 1620, Mensch. Okay. Sorry, der Pilot hat einen Radler getrunken. Das ist alkoholisiert beim Job? Oh, damn. Oh, damn. 555 Kilometer, das reicht nicht. Nein, gib noch mal 3.000 rein. Okay. So, gucken wir mal, wie weit ist von vorne überhaupt weg. Du kannst übrigens auch die Passagiere reinnehmen lassen, gell? Hä? War das die Türen? Ja! Nice. Engine Start beim Boarding macht man nicht, deswegen warte ich gerade. Ja, ich weiß. Darf man gar nicht. Ich habe es natürlich verbotenerweise trotzdem gemacht. Es war eh vor, bei der 747 besteht die Gefahr nicht wirklich, aber vor einigen, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, wurde wieder ein Maintenance-Arbeiter in einen, ich glaube es war eine 737 oder ein 320 oder so,
in den ins Triebwerk gezogen. Oh Scheiße. Ja, passiert leider regelmäßig und endet üblicherweise tödlich. Oder mit schweren Verletzungen mindestens. Automatic Navigation on. Star 737, fahren Sie zur Startbahn 2. Türen zu machen und dann darfst du wieder starten, ne? Start the left engine, please. Tee. Weißt du, ich habe hier nur Mono übertragen. Ich höre nicht, welchen du hochfährst. Ready. Du hast du geguckt, ob der, wie viel die aktuelle Reichweite ist? Oh. Das reicht. Das reicht, ja. Nur weil ich persönlich fliege nur ganz ungern nicht weniger als 500 Kilometer extra. Ja. Ich weiß nicht, das traue ich mich irgendwie nicht. Ja, du weißt nie, was passiert, ne? Genau. Und bei Kategorie 2 ist zwar der nächste Flughafen üblicherweise unter 50 Kilometer entfernt, wo du hinfliegen kannst. Aber ja, manchmal ist es halt jo, wenn du dann irgendwo auf einer Insel bist und dir passiert das gleiche wie damals dem Flug 206. Kennst du die Geschichte? Nee. Soll ich dir das jetzt erzählen, bevor wir fliegen oder danach? Du darfst es gerne mir gleich während des Fluges erzählen, aber lass mich bitte erst den Take-Off durchführen. Ich wollte gerade sagen, ich warte, bis du abgehoben hast. Dann ist es nämlich hier zu spät, um umzukehren. Das ist so schräg, wenn man die ganze Sache nur über Mono übertragen hört. Das ist eigentlich grässlich. Ja, voll. Aber irgendwie kann Skype nicht besser. Warum auch immer. I don't know. Startbahn 2 übrigens. Ah ja. Ja. Also Maximilian, falls du das hörst, dein ja, Traffic ja. Läuft nicht. Ich weiß, bei mir auch nicht. Ja, gut, erstmal. Damas y caballeros. Oh! Oh! Die sind immer sympathisch, die Dame hier. Du weißt doch, welche Sprache das ist? Spanisch. Glaube ich auch. Wollte ich lernen. Hatte aber nicht die Chance dazu in der Schule. Wir haben übrigens 690 Kilometer. Das ist voll okay. Mit einer Geschwindigkeit von 99 ist das okay, ja. Nee, mit 99 eigentlich nicht, aber wenn du dann schneller bist, ist es okay. 99, also 990. Oh, ja. Ja, die 747 ist ja so irre schnell. Das war klar. Ach, Sarah, komm schon. SK-737, you are clear to take off from runway 2. Good. Ready? Yep. Take off. Affirmative. 93 Yankee out. Jet runway 31 right point. Ich finde den Sound von dem Flieger jetzt eigentlich genial. Aber verglichen mit Mainstream was zum? Oder was so. Zum? Ach so! Oh! Ich weiß, wieso geht der Vogel nicht hoch? Take off successful. Mein Herz! Das mein Herz! Du, das nächste Mal, wenn wir das machen, schreiben wir uns sofort eine Checkliste. So eine richtige.
Bier. Julian, hold short, runway 22 right, 2 golf here. So, jetzt darfst du mir gerne von diesem Flug erzählen. Ja, gleich, ich muss nur kurz noch eine Nachricht schreiben. Damit ich vielleicht nicht unterbrochen werde, wenn meine Family heimkommt. Was schreibst du denn denn? Ich schreibe meiner Schwester, dass ich gerade am Telefon bin. Ja, 47. SK-737, climb and maintain 11,000. Damas y caballeros. Einstellwinkel 40 Grad. Hey, ich dachte, das machen wir nicht. Ah, ich hab's jetzt aber direkt wieder korrigiert. Ich hatte den Finger auf der Taste. Ja, aber warum fliegst du nicht mit Autohöhe? Oder, wie heißt es? Level Change? Hab ich gerade schon eingestellt. Ah, okay. Altitude Selector. Ja. So! Ja, Boeing hat da verschiedene Modi. Also, warte mal. Ich zeig dir jetzt einen Trick. Zeig her. Du kannst nämlich noch schneller werden mit diesem Flieger. Ich weiß. Lande, also Fahrradausfall, Gas geben und fahre jetzt hin. Ja. Bringt jetzt 230 km/h, aber ja. Aber immerhin. Genau. So. Also, ich weiß jetzt die Flugnummer nicht mehr genau. Zu meiner Schande. Ich glaube, es war 206, ja. Es war ein Transatlantikflug von Toronto nach Lissabon. Mit einem Airbus A330. Das ist ja die. Im Prinzip der A340, nur halt nur mit zwei. Ach, der Transat, meinst du? Genau. Ach ja, na klar. Ja. Kenn ich. 65 nautische Meilen einfach mal gleiten. Ja! Das ist irre. Ja. Das ist echt irre. Kennst du die Geschichte von US Airways 1549? Warte, welcher war das? Wo die über New York da 7 Vögel in die Turbinen gerauscht sind? Hä? Bitte? Hä? Die Landung auf dem Hudson. Ach so, ja, die Nummer dazu habe ich mir nie gemerkt. Für mich war das immer die Landung auf dem Hudson. Aber ja klar, das kenne ich natürlich. Alter, das ist auch krank. Wer kennt das nicht? Das ist eigentlich auch ich kenne sogar den Originalmitschnitt. Vom Funk? Na, vom ganzen Flug. Den gibt's. Wo? Ich schicke dir die Doku dazu, da ist er am Ende drin. Aber nicht vom CVR. Nein. Aber vom Funk her. Oh ja. Keine Ahnung, vielleicht doch vom CVR, ich weiß es nicht. Nee, CVR wurde nie veröffentlicht, leider. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine Nachstellung nach den Daten vom CVR. Es klingt auf jeden Fall verdammt original. Ja, schick mir. Ist das mit in dem Kanal drin? Ja, genau. Alter, ich will den haben! Kennst du die Geschichte zu Swiss Air 511? Vielleicht. Flug von ich merke die Nummern nicht mehr. Nach Genf. Aha. Danke. SK737, Flight Level 770, good day. Set Frequency. Das hat gepasst. Die hat noch einmal Rauch im Cockpit, haben eine Notlandung in Halifax versucht. Aha. Ja, hat eigentlich nicht hingehauen. Das war eine MD-11 damals. Warte, von wo nach wo sind die geflogen? Von New York nach Genf. Ah, okay. Und, wie ging's weiter? Die haben die Notlandung versucht und denen sind dann nach und nach alle Systeme ausgefallen. Aha. Und dadurch haben sie dann, das war nachts, ja. Und, somit hat dann der Co-Pilot, der Kapitän ist irgendwann aufgestanden, um die Flammen, die ins Cockpit eingedrungen sind, zu bekämpfen. Und somit hat der Co-Pilot irgendwann die visuelle Referenz und somit die Kontrolle über den Flieger verloren.
Ich denke mal, das ging so aus, wie man sich's vorstellen kann. Ich habe da einen ziemlich guten Text drüber, den kann ich dir mal in den OneDrive-Ordner stellen. Kannst du mal machen, ja. Ich bin tatsächlich eher der Typ, der sich so Sachen ansieht, wo die Leute größtenteils überleben. Ich auch eigentlich. Also, ich sag nur Qantas. So, ich sag nur Qantas 32. Das war doch der 380 da, oder? Ja. Ja, legendär. Da kann ich dir beim Flugforensik empfehlen, da haben sie den Kapitän im Interview. Ah, cool. Ja, der ist ja im Endeffekt halb zerlegt zurückgekommen. Ja. Also was dem alles gefehlt hat, das war ja irre. Ja, aber ich meine, British Airways Flug 9 ist ja auch ähnlich krass. Ja. Ich habe mal versucht, in Eurofly bewusst die Motoren abzudrehen auf, ich glaube, 14.000. Aber du verlierst ja jegliche Steuerbarkeit. A, das und B, sagt da irgendwann Tote an Bord. Echt? Ja, wegen den Sauerstoffsystemen, die ausfallen. Das ist ja makaber. Und du hattest das schon, oder was? Ja, ich hatte die falschen Tasten gedrückt und sie sind nicht schnell genug wieder hochgefahren und ich mit den Systemen zu langsam gewesen. Ah ja. Ja, na, das ist nicht wirklich realistisch, weil eben wir bräuchten eine APU, die das dann halt am Laufen hält. Und die haben wir ja vielleicht in Eurofly 3. In 3 haben wir die, angeblich. Das wäre nice, dann könnte ich Dings... Verdammt nochmal, wann kommt endlich der Hudson in Eurofly? Dann versuche ich das mal nachzustellen, wobei nein. Lieber nicht. Mach lieber einen der Gleitflüge. Ich sag nur Air Canada Flug 143. War das der Gimli Glider? Ja. Yeah. Ah ja, das ist auch krass. Weißt du, sie hätten da fast ein paar hundert Menschen getötet bei der Landung. Ich weiß. Glück musst du haben, wirklich. Ja. Kennst du eigentlich das Makaberste da dran? Was denn? Das Fahrzeug, was die Piloten abholen sollte und Ersatzteile zum Flugzeug bringen sollte, ist auf dem Weg dorthin liegen geblieben, wegen Spritmangels. ja. Was sagt man dazu? Planungsgenies waren sie da wohl alle nicht bei Air Canada. Ja, weil die haben ja eigentlich alles verloren. Die haben, naja, technisch war am Flugzeug original nichts kaputt, außer der Motoren. Naja, aber ja, stimmt, der Pilot halt alles ausgefallen. Ja. Nee, das war schon krass. Vor allem, ich weiß nicht, ob du das weißt, der Kapitän war ja einäugig. Ich weiß. Das ist auch steil. Flying through clouds. Aber hey, er hatte immer noch mehr Augen als wir zwei. Oh, aua! Aua! Du, allein deshalb hätten wir beim Flugsimulator wahrscheinlich schon unseren Spaß. Nein, wir haben ja einen Trainer mit dabei. Aber ich glaube, wenn nur wir zwei eine Landung machen und dass der einfach nur von hinten unser Ding sagt, das wäre auch witzig. Zumindest müssen wir dann mit irgendwas kollidieren. Naja, das sagt er uns ja vorher. Okay, go around. Ja, du musst dich nur entscheiden, wer denn Teil des Flying ist. Das darfst du entscheiden. Na, mal so, mal so. Kann ich dir zuarbeiten, ja, immer auch. Ich muss mir nur davor noch durchlesen, was genau die Aufgaben vom Pilot Monitoring sind. Weil es macht eigentlich schon Sinn, das zu trennen. Out of clouds. Das stimmt. Also, habe ich mir gedacht bei der Aufnahme, als ich die gehört habe von dir. Ist eigentlich sinnvoll.
Ich weiß nicht mehr, welcher Flieger das war. Ein Air India traffic, Express. Traffic, descend, 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 descend now. Traffic, traffic, descend, descend. 8, 2, 1. You have entered the airspace of an estate. Identification confirmed. So, jetzt soll ich den Flieger noch einmal wieder anfangen. So. In Eurofly geht das ja relativ einfach. Sierra Kilo 737. In echt steigen Zeit wir auf 11.000. Nein, ich werde jetzt nicht auf 11.000 steigen. Jetzt warte ich auf die Karte ein bisschen. Jetzt werde ich das tun. Okay. Alter, wenn was kommt, dann alles auf einmal. Natürlich, wie bei mir vorher. Also, jedenfalls. Ein Air India Express Flug ist vor, ich glaube es war 2018 oder 2019, war auch eine 737-800, deswegen fällt es mir gerade ein, weil ich der vorher geflogen bin. Also eine NG. Und sind abgehoben. Irgendwie Sierra Kilo 737, halten Sie Kurs und aktuelle Höhe bei. Okay. Und beim Abheben hatten sie einen Tail Strike. Autsch! Weißt du warum? Den habe ich ja auch geschafft mit Dings, mit meinem Airbus da. Ja, genau. Aber weißt du, warum sie den hatten? Wieso? Weil dem Kapitän die Rücklehne von seinem Sitz weggebrochen ist und er aus der Flex nach hinten gefallen ist. Sich dementsprechend natürlich am Yoke von der 737 festgehalten hat und zu früh die Rotation begonnen hat. Ja. Gleichzeitig hat er noch die Schubhebel versehentlich nach hinten gezogen. Von 90% auf 70%. Das ist natürlich böse. Ja. Schlussendlich hatten sie einen Tailstrike, den sie selber kaum gespürt haben. Sie sind dann weitergeflogen. Fast bis Dubai und mussten dann aber doch in Mumbai noch notlanden, weil das Unternehmen das mitbekommen hat, also Air India Express. Weil nämlich der Tower gesehen hat, wie niedrig die weggekommen sind. Und die haben unter anderem die ILS-Antenne zerstört. Und außerdem, man nimmt an, dass es mit dem Hauptfahrwerk passiert ist, ein Loch in den Umrandungszaun vom Flughafen gerissen. Also zwei Löcher, um genau zu sein. Eins links, eins rechts. Autsch! Der Flieger selber hat hinter den Buchten für die bis Hauptfahrwerk einiges an Substanz gefehlt. Aber sie sind einfach weitergeflogen, was du nach dem Tailstrike nie machen darfst. Nee. Nach dem Tailstrike gibt es eine Checklist und das erste Item da, wenn ich mich recht erinnere, besagt im Prinzip umdrehen und zum nächsten Flughafen zurück. Keine Frage, du musst landen. Ja, ist dieser Flieger nochmal Last Land as quick as possible? Wie wird das nochmal abgekürzt? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Aber ja, haben die da halt nicht. Was ist der Flieger denn da? Der klingt, als hätte er irgendein Problem. Wer? Der Flieger in einem Funk. Die klingen doch alle, als hätten sie ein Problem. Nein. Ich finde schon. Ja, die Tschechen ja, aber wenn zum Beispiel die. Wow. Keine Sorge, Leute, der Felix ist kein Rassist. Das klingt mir manchmal so. Entschuldigung. Nein, da hast du den eben mal gehört. Der klang so angespannt, der Pilot. Ja, es liegt, glaube ich, einfach in der Sprachmelodie. Wie bitte? Ich würde sagen, dass es entweder tschechisch, slowakisch, ungarisch oder russisch war. Ja, irgendwie so. Ich weiß aber nicht warum, weil eigentlich ist der ja strikt nur Englisch. Naja, die Russen sprechen in ihrem Luftraum auch Russisch, also. Aber offiziell sprechen sie Englisch. Ja, dass die Russen was anderes machen, das geht auch nur, weil sie so ein Riesenland sind. Stichwort metrische Informationen statt Fuß und nautischen Meilen, ne? Ja. Wäre für dich ein Paradies. Das geht in die 36 ein. Mit deinem Ich will Meter haben bei Flugsimulator. Ich komme damit einfach noch nicht klar.
Wir wünschen Ihnen einen sicheren Flug. Du hast einfach wieder hochgezogen da. Ich kann doch nichts dafür. Nee, eh nicht. Ach, ist das ein schön ruhiger Flug, wobei ich sollte nicht so laut sein. Nee, solltest du nicht. Wie hoch bist du gerade? 11.000. Hast du gesagt 11.002. Okay, also Fluglevel ungefähr 370. Ja. Das sind nämlich 36.666 Fuß. Wie rechnet man das um? Du nimmst die Meter, dividierst sie durch 3 und rechnest das Ergebnis mal 10. Könnte ich im Kopf nicht. Ich habe auch ein Rechenprogramm vor mir. Für das jetzt, weil ich es halt so genau wissen wollte. Term-Evaluator. Oh, der ist schön. Der ist super. Ja. Die Eingaben sind so kompakt. Prinzipiell so einfache Sachen umzurechnen, das kriege ich ja hin. Aber bei komplizierteren bin ich halt verwirrt. FNC, Riese, Abfahrt von Lichtstadt 54, KM, Bayer, Riese, 526, Niemals, Abschlag, Euroki. Noch knappe 25 Minuten, dann haben wir es. 450 Kilometer? Ja. Rechne ich mal aus, wie viel das in Meilen sind. Wie funktioniert das? Durch 1,85. Das sind 243 nautische Meilen. Wohlgemerkt, wenn du von den amerikanischen und britischen Meilen sprichst, dann wären es 279. Du kannst das ja in Meilen einstellen in Eurofly. Kannst du, aber das sind nicht die nautischen, das ist das Imperial System. Das große und das Problem, bringt dir entsprechend wenig. Also das große Problem ist, die sagen es dir ja trotzdem, die Funker sagen es dir ja trotzdem in Meter. Genau. Außerdem, ich habe das tatsächlich... Oh, wir sind gerade mega abgesackt! Oh. Ja, aber du hast ja eh die Autohöhe, oder? Ja. Ich habe das tatsächlich mal gehabt mit Meilen. Aber als ich dann festgestellt habe, dass das keine nautischen sind, sondern einfach die normalen Landmeilen, habe ich mir gedacht, ich stelle es wieder um. Weil ich die Kilometer halt kenne, im Gegensatz zu Meilen. Also doch, Meilen kenne ich auch, kenne ich mich auch aus. SK aber trotzdem. 737, Sie sind in unseren Luftraum eingedrungen. Kommunikationskennung 8614. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Identität bestätigt. Nee, den kenne ich nicht. Mario. Lee. Lee. ¿En qué puedo servirle? Lee, dile por qué hay sin. Esto tomará un momento. Ich finde die Cola am besten. Prost. Ja, vor allem den Rübs am Ende. Flying through clouds. Oh. Und das auf 11.000 Fuß. Auf 11.000 Metern, na Gott sei Dank. Wow, 11.000 Fuß, da wärst du verdammt weit unten. Ja? Das wären nur 3.300 Meter. Naja, 2.500. Da fängt ja der Airbus an zu quatschen. Ja. Sollte er, glaube ich, auch. Ist sinnvoll, ja. Aber 2500 Fuß erst. Weißt du, wie wenig das ist? Nein. Das sind 750 Meter. Autsch! Aquí tienes su chocolate caliente. Danke. Ja. Trinken hast du auch noch nicht gelernt, oder? Hey! Raus aus meinem Schockfiss! Ja, gut. Ich kann übrigens, je nachdem welches Feedback du abstellst, ne, kannst du in der Kategorie 2 auch nur mit einem Feedback fliegen. Das funktioniert. Was? Ja. Wirklich? Warte.
Ich bin jetzt mal so lebensmüde, ja? 76. Du, schau doch vor die Landegeschwindigkeit an, damit du weißt, wann du ihn abfangen musst. 264, das ist okay. Ja, das ist okay. Ich schreib's mir zur Sicherheit auf. Hast du? Ich hör zu, ja. Gut, Achtung. Ja, es läuft runter. Gut, das war das falsche Triebwerk, das stand nicht, das lässt jetzt mal hochlaufen. Hä, warum macht das einen Unterschied? Das weiß ich nicht, aber wenn du das... Wenn du jetzt das andere abschaltest... Dann? Ich warte, warte, ich muss warten, bis er wieder komplett oben ist. Ja, wie lange braucht er dafür jetzt? Er ist... Jetzt fertig. Achtung! Und jetzt probiere ich mal was. Dann. Ja, Hydraulik ist noch da. Kannst du auch noch steuern? Oh. Manuell nicht mehr. Aber 3-1-0. Das funktioniert noch. Ja. Und wie verhält sich mit der Geschwindigkeit? Abfallend. Also sehr unrealistisch. Dreh mal wieder auf. Ich bin gerade dabei. Wir sind nämlich schon bei 600. Flying through clouds. Aber ja, die Hydraulik, die bleibt witzigerweise auch bei einem Triebwerk da. Aber das Triebwerk kriegt es nicht auf die Reihe, die Geschwindigkeit zu halten. Was es in echt aber kann, ab einer bestimmten Höhe und Geschwindigkeit. Und es kriegt es auch nicht auf die Reihe, dass man den Flieger noch steuern kann, was in echt sogar ohne Triebwerk funktioniert. Eingeschränkt. Wie nennen wir die Folge? Flug mit Triebwerksexperiment? Können wir machen, ja. Jetzt fehlt nur noch der Parabelflug. Den haben wir ich vorher schon gemacht. Du meinst... Ja, genau. SK-737, sinken Sie auf 11.000. Damit habe ich gerechnet. Dann mach das mal. Ich bin dabei. Ich kriege nicht eingependelt jetzt. Fuck, wieso sinken? Diese. Okay. Stell doch die automatische Höhe ein. Hab grad. Ja, gut. Wieso fliegt er von Wien nach Panama? Er fliegt über Tschechien, weil es kürzer ist. Er fliegt zu jedem deutschen Flughafen praktisch über Tschechien. Hä? Wieso? Ach so. Turbulenz, deswegen sind wir gerade knapp 100 Meter abgefallen, Alter. SK-737, Sie verlassen den Luftraum unseres Flughafens. Wir wünschen Ihnen einen sicheren Flug. Danke, ebenso. Bitte? Ebenso. Okay. Naja, ich könnte jetzt böse werden. Ich könnte jetzt ganz böse werden. Wie denn? Aschewa. Ist okay. Was ist das? Ich habe die Sauerstoffanlage abgestellt. Oh, dann. Ist aber wieder an. Darüber hat er sich gerade beschwert. Ja, klar. Ventilation. Environmental Control. Ja, gut. Climate Control. Mehr fehle ich die Gäste jetzt aber nicht. Alles andere würde doch auch keinen Alarmpanzer geben. Out of clouds. Naja, richtig witzig wird's, wenn du jetzt die beiden Triebwerke abstellst, dann dudeln hier nämlich alle Alarme durcheinander. Flying through clouds. Nee, lass das mal. Alter, wir... Oh.
Schon in die Matthias am 126 A, 99 aus dem Strom liegen. Schon in die Matthias am 126 A, der neue Plus. Zeitlich unter Temperatur 18, Pressur 1014, Medi 63, Medi muss die Wehrtemperatur 18 in die Matthias am 2 A, der neue Plus. I'm sorry, aber der klingt halb alkoholisiert. Bitte? Der klang halb alkoholisiert. Ja, schon, das ist schon 737. Aber du bist gerade auch nicht viel besser, gell? Ich aber auch. Ich auch. Stání na drávu 09 povoleno, uvolnit se zprávu, Charlie Madiosa. FNC, Lidl, Adonis, 19 Minuten noch, okay. Also wahrscheinlich 24 oder so im Endeffekt. Ich mag keine ungeraden Zahlen. Was magst du nicht? Die queeren Zahlen, nehmen wir 25 Minuten. Ja, mit Bremsen halt, deswegen. Ja. Würde ich ihm ja auch wünschen, aber ich hoffe nicht, dass er vom Tower fällt. Aua! Ich bin böse, gell? Ja! Okay, das sollte hinkommen. You have entered the airspace of a new state. Identify Bayern. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, nur das Spiel offensichtlich nicht. Wir haben 22 A in Niederland, Niederland 25 N. Bis nach Holland brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee. Aber ist immer ganz gut, wenn man weiß, dass man bis zu einer Grenze nicht mehr fliegt, dass man die halt so im Auge behalten kann, dann weiß man ungefähr, wie weit man es noch hat. Ja. Soll nicht immer auf die Navigation schauen. Vor allem, wenn man zum Beispiel gerade mit der anderen Hand navigiert, ist es halt ganz praktisch. Ich hasse es, Länder zu umfliegen. Yep, verstehe ich. Bin ich ganz bei dir tatsächlich. Mag ich auch nicht. Aber manchmal macht es auch Laune. Ich habe das momentan bei einer Aufgabenpaket, da darf ich nicht durch... das ist hier die 7 Weltwunder. Aha. Aufgabe 2, da darf ich ja nicht durch Syrien durch, ist es, glaube ich. Ah, okay. Und ich komme da nicht drum rum. Können wir mal gemeinsam fliegen? Da rufen wir uns einfach zusammen über die Handys. Jeder von uns macht Eurofly auf und wir fliegen den Flug gleichzeitig nach. Dann kann ich dich nämlich besser anleiten, wenn du magst. Das können wir gerne mal machen. Ich habe da nämlich schon so meine Tricks mittlerweile. Mann, ist das ein Dreckswetter. Oh geil, wir haben Rückenwind, wie geil. Immerhin. Da bleibt jetzt aber sicher nicht lang. Nee. Aber es bringt immerhin ein bisschen was, ne? Ja. Status 197 Stunden für schneller. Boah, geil. Bitte? Nicht übel. Ja. Ziemlich gut zu mir eigentlich. Wie weit haben wir denn noch? FNC, bitte. 254, A, Abschlag, Euro. Ah, 254, okay. Und nein, das rechne ich nicht im Kopf. Schickst du mir nachher den Kanal noch? Ja.
Ich schalte mich kurz und dann schicke ich dir das gerade, okay? Ja. Flying through clouds. Du hörst noch mit, ne? Ja, ja, ich höre mit. Ich schalte mich nur kurz weg, alles damit klar. Man mein Handy nicht so hört. Bis gleich. Out of clouds. Flying through clouds. Yo, es un wieder da. Ja. Ist schon unterwegs, die Nachricht. Ja, ist schon da. Ah, okay. Ja, den Kanal kann ich auch nur wärmstens empfehlen an alle Flugzeugenthusiasten hier. Siehst, ich bereite die Videobeschreibung schon mal vor in der Zeit für das andere Video. Wir müssen uns noch überlegen, welches Video würdest du heute rausgehen lassen? Das eine TWS von vorher oder ein Eurofly? Das darfst du entscheiden, dein Kanal. Oh, aber ich will dich halt fragen, was du gern hättest. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben doch gestern schon ein TWS rausgebracht. Ja, ich würde heute das Eurofly von vorher rausbringen. Ja. Den Kurzbomber. Ich lade den dann entweder heute Abend noch, wenn ich noch dazu komme, oder morgen früh hoch. Aber ich mache nur schon mal die Videobeschreibung fertig, dann habe ich die zumindest. Sie sind soeben in unseren Luftraum eingeflogen. Identifizieren Sie den Transpondercode 1353. Okay. Identität bestätigt. Europa Germany FMC, hier sind Achtung, Nutzschatz 233 KM, Abschlag, Europa. Nee, das ist zu früh. Ich habe gerade kurz überlegt, ob er mich jetzt gleich schon in den Sinkflug schickt, aber das ist zu früh. Das ist zu früh, ja. Fall. Was Sie sagen tut. So. Videobeschreibung fürs erste Video wäre fertig. Perfekt. Mache ich gerade noch die für das zweite? Habe ich das dann auch mal? Meinst du das jetzt, was wir aufnehmen, oder? Genau. Ja, warte ab, wir sind noch nicht fertig. Ich setze mal prinzipiell das auf, von wo nach wo wir fliegen. Kennst du den 3-Liter-Code für Paderborn? Nein, leider. Kann ich aber gleich raussuchen. Ich würde sagen, google doch bei ihm. Ja. Leer 171 KM, Paderborn, 21, 17, 17. Done. Ein letzter Code, Paderborn. Was war denn das gerade? Der Anschlag, nur. PAD. Kreativ, ne? Ja, nee. Es geht um die Frage. Ja.
Wollte ich auch auf Wien schauen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es VIE ist. Aber den finde ich jetzt nicht. Das ist nicht auf die Schnelle. Guck mal, in einem unserer Videos, wir sind doch schon mal nach Wien geflogen. Ja, da habe ich auch gesagt, dass es VIE ist. Glaube ich auch, dass es ist. Also die Erklärung, was das ist, die brauche ich nicht, die weiß ich. Was denn? Ah, hier steht die Erklärung, was ein IATA-Code ist, aber der Code steht nicht dabei. Sie verlassen unseren Luftraum. Wir wünschen Ihnen einen sicheren Flug. Okay, wenn ich gleich nicht Funkkontakt habe, muss ich selbstständig anfangen zu singen. Ja, musst du. Musste ich vorher auch. In knappen 30 Kilometern. Ja, genau. Wie zum Teufel fliegen wir über Erfurt an meinen Heimatort an? Ja, VIE ist der Code, genau. Was hast du jetzt gefunden? Wikipedia. FMC, Liste, 8,5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 ,
88 bis Paderborn. Ja, muss sinken. Ich bin, meinen, oder? Ich bin dabei. Okay, super. Wir sind auf 7000. Damas y caballeros, se les informa que podríamos comenzar a sentir algunas turbulencias. Oh, jetzt kommen noch Turbulenzen, so kurz vor der Landung. Oh, Leute. Ja, hier über Paderborn, hier bei uns ist das Wetter momentan wirklich ziemlich unruhig. Ah ja. Oberflug Temperatur 17, Pressur 1000, Niedrig 1050, Niedrig 10000, Niedrig 10000, 4 Grad in der Uhr. Abschließende Temperatur 17, Niedrig 10000, 4 Grad in der Uhr. Ja, das sah vorhin noch mal anders aus hier. Leer 75, Abfahrt von Lichtstein 20, 17, 46. So, den TWS Bug Report konnte ich auch klären. Okay. Nett. Ja, bei der ersten Station kommt ja der Warnton für die Abfahrtszeit ein bisschen später. Warum? Okay, gleich mal vorweg, sollte ich gleich weg sein, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ja. Nur damit du es weißt. Aber aktuell bin ich wieder da. Jedenfalls, es kommt ja bei der ersten Station der Signalgong für die Abfahrt später. Ja. Und das war, glaube ich, nicht allen bekannt, deswegen habe ich das eben als Bug Report bekommen. Ja, aber warum aber den kommt der später? Jetzt natürlich. Weil es Leute gibt, die mehr Zeit brauchen, um ihren Zug zum Laufen zu bringen. Ah. Weil 40 Sekunden später egal sind, im Großen und Ganzen, habe ich gesagt, na, ich mache das so. Man kann natürlich auch fahren, sobald das Signal auf grün springt und die Zeit abgelaufen ist. Das ist klar. Ich dachte mir halt, um eventuellen Stress zu vermeiden. Leer. 52 km, aber nicht. 50 Kilometer und 2200 Meter hoch. Oh, das passt ja eh gut. Das passt super. Das passt sogar ein bisschen niedrig. Ich bin am überlegen, ob ich ihn auf 3300 nochmal abfange. Na, lass ihn runtersenken auf 100. Ist ein Eurofighter 2 ja egal. Bei 3 wird das lustig. Mhm. Ich höre deine Ironie. Ja, ich deine auch. Nee, ich glaube, es wird schon witzig. Irgendwie. Wir müssen schauen, dass wir das aufnehmen, unsere ersten Flugversuche. Wir werden einfach wahrscheinlich komplett sterben. Ja. Wir sind in unserem Luftraum einzeln. Der Tower ist fehlerhaft. Inwiefern? Weil diese Dame den ersten Teil sagt, weil der Herr den ersten Teil sagt, und die Dame den zweiten. Ach, spannend. Oh, 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 oh. Was machst du? Hab alles im Griff. Glaube ich. Leer. Done. Hoppla. Ja, das war gerade nicht geplant. 263 ist für eine Boeing 747 langsam. Voll. Das kann auch irgendwie nicht stimmen. Doch. Weil wir sehr wenig Treibstoff und sehr wenig Passagiere haben. Das stimmt allerdings auch wieder, ja. FNC, Riese, Fahrt von Lichtstein 19, KMA, Riese, Aschwart, Euroki. Wir sind gar nicht weit vom Strömungsabriss entfernt. FNC, Riese, Fahrt von Lichtstein 16, KMA, Riese, Aschwart, Euroki. Fahrt von Lichtstein 16, KMA. Strömungsabriss, wenn du unter die Landegeschwindigkeit gehst, fällst du. Die Landegeschwindigkeit ist sehr gering im Verhältnis, ja. Das stimmt. Dann fällst du, wenn du da runter gehst.
den Eurofighter auch? Ja. Wie schnell? Sehr schnell. Okay, und du bist schon nur noch auf 100, oder? Ich bin auf 94 gerade. Ja, dann schweig mal die 6 Meter. Ich bin nur ganz ungern unter 100 irgendwie. Weiß nicht, ich mag das gar nicht. Ja, da musst du auch nur eine falsche Taste drücken, dann hast du ein Problem. Ganz genau deswegen. Ich schaue immer, dass ich so zwischen 105 und 110 bin. Sind zwar nur ein paar Meter, aber... Wir können einen Unterschied machen. Ja! Die wird ja noch geringer. Immer aber bei 264, ne? Ach so, stimmt, ja. Ja, aber die 747, die hat den Vorteil, dass die Tragfläche extrem groß ist. Deswegen ist die Landegeschwindigkeit wahrscheinlich so gering. Nee, wir haben nur noch knapp 2350 Liter Treibstoff im Tank und 254 und Passagierplätze haben wir 417, das heißt, ja, etwas mehr als halb voll. Das kommt auch noch dazu, ja. Plus die großen Tragflächen im Verhältnis. Das erklärt es. Wie lange hast du noch? Müsstest du ja gleich da sein. Beantwortet das deine Frage? Ja, ja. Du landest auch mit Fluglevel 0, oder? Ja. Mache ich normalerweise auch, habe ich nur vorher nicht gemacht. Das geht? Landing successful. Wie du siehst. Ich wusste gar nicht, dass er einen das machen lässt. Environmental control off. TCAS off. Weather radar off. Climate control off. Strobe lights on. Wobei, sie sollte ich vielleicht doch mal anlassen. Ja, ist okay. Jetzt bräuchte ich so eine Hupe. Schon, ja. Wäre nett. Ist das eigentlich dein Heimatflughafen in Eurofly, oder? Paderborn, nein. Was hast du denn da genommen? Köln-Bonn. Ah, okay, weil da alles stehen kann. Bitte? Weil da alles stehen kann, oder? Ja. Ja, ich habe auch deswegen Wien genommen. Automatic navigation off. Strobe lights off. Campus lights on. Ja, na dann. Off. Gut geflogen. Off. Auf jeden Fall besser als ich vorher. Ja. Nicht, dass das schwierig wäre. Kein Kommentar. Und wir stehen hier also nur noch mit 2336 Litern Sprit, das ist nicht viel. Wir hätten uns die 2000 Liter, die wir noch extra angefüllt haben, auch sparen können. Ja. Aber weiß man halt nicht. Hätte genauso gut sein können, dass wir irgendwo noch abbiegen müssen wegen irgendwas. Ja. Oder doch nach Köln, weil sie uns nicht runterlassen oder sowas. Ja. Machst du das eigentlich auch immer, wenn die dich nicht landen lassen, dass du das den nächsten Zielflughafen nimmst? Nein, ich fliege kurz weg, melde mich am Flughafen nochmal an und dann geht's meistens eh. Ja, aber ich mache das, weil es ist realistisch. Es ist beides realistisch. Also, es kommt auf die Situation an. Ganz unterschiedlich. Naja. Tolles Video mal wieder. Ja. Aber ich merke, dass es Abend ist. Ich werde langsam müde. Ich auch. Naja, hat Spaß gemacht. Mir auch. Vielleicht können wir uns in den nächsten Tagen und Wochen mal wieder zusammenrufen. Ja. Und ja, den Link hast du jetzt bekommen. Ich werde die dann in den nächsten Tagen hochladen, beziehungsweise Veröffentlichungsdaten festlegen für die. Und ja, genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau.
Wenn es dann Eurofly 3 gibt, dann werden wir einander auf jeden Fall mal beim Testen aufnehmen. Das, wir werden definitiv müssen. Videos machen, ja. Ja, wie wir komplett versagen wahrscheinlich. Also, ja. Macht's gut. Ja, tschüss.